Nicht alle Tiere führen ein sorgenloses und schönes Leben. Besonders wenn Tiere aus schlechten oder auch schlimmen Verhältnissen kommen, braucht es Menschen, die sich um den Vierbeiner wieder richtig kümmern. Tiere, die kein Herrchen haben und Hilfe benötigen, kommen mit etwas Glück in ein Tierheim, wo es neben Ärzten auch Essen und Trinken gibt. Tiere, die das Glück haben, in ein Tierheim zu kommen, haben jeden Tag die Chance, ein neues Zuhause und somit auch neue Besitzer zu bekommen. Die Studentin Kyla Feilen aus Philadelphia war sehr tierlieb. Sie wusste, dass Tiere und vor allem auch Hunde im Tierheim viel Zuneigung benötigen und deswegen bat sie sich dafür an, immer mal wieder mit den Tieren Gassi zu gehen. Das machte sie bereits seit einer ganzen Weile und immer wieder kam es dazu, dass sie sich für kurze Zeit in eine ganz bestimmte Hündin verliebte. Bis jetzt hatte sie sich aber immer noch nicht getraut, die Patenschaft für einen der Vierbeiner zu übernehmen oder sich mit einem Hund über einen längeren Zeitraum anzufreunden. Eines Tages war sie wieder im Tierheim und schaute gerade, wer neu dazugekommen ist. Sofort ist ihr Russ aufgefallen, ein Pitbull, der ganz allein und völlig fertig in seiner Zelle lag. Er hatte eine Augenentzündung, hustete und sah auch nicht so wirklich gesund aus. Sie entschloss sich dazu, mit dem Vierbeiner Gassi zu gehen und was dann passierte, kann sie selbst auch noch nicht so ganz beschreiben. Er war sofort sehr zutraulich und wollte gar nicht von der Seite von Kyla weichen. Er hatte aber noch eine andere besondere Eigenschaft, die zuvor noch kein anderer Hund zeigen wollte. Der Pitbull Russ kuschelte sofort mit der Studentin und fühlte sich sofort wie zu Hause. Kyla konnte dann eigentlich nicht mehr Nein sagen und so kam es auch, dass die beiden beste Freunde wurden. Sie bewarb sich sofort beim Tierheim für eine Übernahme des Hundes und wurde selbstverständlich auch angenommen. Kyla schaffte es, dass die Augenentzündung von Russ und auch die Hauterkrankung komplett verschwanden. Russ hatte unfassbares Glück, dass er so eine liebevolle und zuvorkommende Besitzerin gefunden hat, die alles für den frischen Vierbeiner tun wollte. Die beiden sind nun Teil einer Liebesgeschichte, die ein glückliches Ende gefunden hat. Unzertrennlich bis in die Ewigkeit.